Safe. Das Dorf war echt eine gute Idee, glaube ich. Bei mir steht auch Save and Quit im Hauptmenü. Soll ich das mal probieren, dass meine Sachen gesaved sind? Na, guck mal. Ich probiere mal, was das macht. Und dann lad mich nochmal ein oder so, kann das wäre nice. Hey, was? Einmal raus, immer raus. Ja. Dass die Bruderschaft vom war. Lad mich ein. Ja, Leon, mach mal. Ja, 5 Stunden später bekomme ich dann die Einladung. Ja, das Spiel will gerade nicht, dass ich jemanden einlade. Ja, ja. Das hat, glaube ich, erkannt, dass wir ohne dich besser dran sind. Allerdings. Ja. Aber auch noch fast. Da habe ich Fieber. Leon hat das Dschungelfieber. Fieber muss man schlafen oder Suppe trinken. Was macht man denn bei einer entzündeten Wunde? Verband auflegen mit Tabak. Hab ich habe einen Verband aufgelegt. Hast du Aloe Vera? Das ist gleich wie Vergiftung. Da brauchst du Tabakpflanzen dazu oder Tabakblätter, keine Ahnung. Hab ich nicht. Ich hab ein paar unknown Herbs. Wenn du willst, kann ich dir die geben und du kannst sie mal ausprobieren. Okay, ich bin wieder gespawnt mit meinen Sachen. Okay, perfekt. Ja? Ja. Ja? Soll ich mal ein paar unknown Herbs dir auf den Boden legen und du probierst sie mal aus? Ja, weil ich glaube, was davon könnte vielleicht Tabak sein oder so. Ich habe eine sogar schon gedings. Hier, Leon, ich leg sie dir hier alle hin, ja? Jo, komm mal zurück. Wir legen alle beim Baumstamm, wo ich immer alles hinschmeiße. Jo. So, ich schau gerade. Okay, das ist. Warum ist das Spiel bei 60 FPS gelockt? Das ist doch behindert. Das ist bei mir nicht. Ich hab 83. Warum? Wie? Du hast doch auch nur. Hast du eine 2080 oder was? Weil ich hab eine 2070. Ich hab eine 89T. Ja, eben, deswegen wundert's mich gerade. Aber ich hab auch einfach nur auf hoch und nicht auch irgendwie. Ich hab auch nur auf hoch. Achso, dann verstehe ich. Aber ich habe 1440p. Ich nicht. Ich habe 7 Millionen P. Naja, egal. Jetzt ist es wieder. Keine Ahnung. Oh ne, jetzt habe ich die. Egal. Schale genommen. Aber ich habe auch. Ich gehe mal davon aus, dass die Kokosnussschale auch so liegen muss, dass sie nach oben guckt, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Ich habe gerade einen Affen gehört, kann das sein? Hey Leon, kannst du mir ein paar Federn geben? Leon ist schon die ganze Zeit auf dem TF. Ja, kann ich. Nice. Du hast aber eine schöne Wunde am Arm, Leon. Die schaut richtig cool aus. Die krustet schon so schön. Yummy. Hey Federboy, kannst du mir Federn geben? Mua. Ey, ohne Witz, der Wald um uns rum sieht aus wie der damals bei Forest. So. Richtige Wald. Hallo Leon. Die liegen auf der Kiste. Dankeschön. Lol. Oh, kann mich einer aufheben? Ich bin ins Feuer gefallen und schlafe, glaube ich. Ja, du bist. Hast du jetzt Brandwunden? Ja, bin ich gerade. Heb ihn mal auf. Guck mal, ob du Brandwunden hast, Leon. Nee, da ist die Wunde. Ich habe keine Brandwunde. Ich habe nur meine entzündete Kackwunde von dem Viech da. Okay. Ich leg mich mal eben schlafen. Aber nicht ins Feuer. Schlaf woanders. Nein. Ich habe schon wieder keine Stöcke, ne? So. Okay, ich habe jetzt ein Dings gebaut. Und jetzt pflanze ich hier Bananen an. Okay? Ja. Ja, super. Okay. Ihr müsst mal gucken, dass wir das Fleisch aus der Kiste aufbrauchen, ne? Okay, komische Frage, aber hat jemand von euch Scheiße jemals eingesammelt? Nee. Ja. Kannst du das hier hinlegen? Danach bin ich gestorben. Oh, verdammt. Ja, ich habe gerade schon danach geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Aber das kann man, glaube ich, zum Düngen nehmen. Ja, deswegen frage ich ja.
Hier steht Weißt du, ohne Scheiß, Fertilizer 0%. ich fände das Spiel echt um einiges sympathischer, wenn man einstellen könnte, dass nur Tag ist. Ich finde dieses Nachts immer richtig ätzend, weil es ändert nicht viel, außer dass halt, dass einem halt dunkel ist. Dunkel. Aber ich, es. ich habe meine Helligkeit so weit hochgestellt, dass ich kaum merke, dass es Nacht ist. Genau, ja. Ich würde das an deiner Stelle auch einfach machen. Ja. Also es ist ein bisschen cheaten, aber. Alter, wir haben hier zwei riesenfette Fische. Ach ja, sind die Oh, Awana zwei Alex. Ja, guck mal. Ah, oh, den haben wir wieder Awana, oh, das ist gut. Hawaiiana. Ich brauch was zu trinken. Hat einer von euch eine Suppe oder so? Nee, mach. Nee. Leer, Dings, mach doch mal eine. Ich bin der Zungen. Ah, Zungenbeauftragte, genau. ja, da. Ja, Suppenbeauftragte, ja, Suppenbeauftragte. So, ich hab übrigens. Languste. Haben wir hier noch. Wieso liegen hier wieder verbrannte Diskusfische? Also, kacke. Keine Ahnung. Leon, ich opfere dir den Schildkrötenpanzer. Oh Mann, Leon, jetzt hast du wieder alles vollgemacht, jetzt kann ich keine Suppe machen. Okay, ah, oh, fuck, oh, jetzt hab ich Alter. Grad, oh Leute, ich hab grad nachgeguckt, wie man Pflanzen düngt und man kann das auch mit vergammelten Dings und so machen und ich hab grad alle meine vergammelten Pilze zerstört. Ah. Leon, wieso trinkst du schmutziges Wasser? Ich wollte das gar nicht trinken, das ich hab. jetzt ist Leon wieder schlecht. Brauchst du was gegen Magenparasiten oder so? Nö, nö, ich hab alles gut. Leon, kannst du mir mal den Egel vom Arm nehmen? Mach's doch selber. Ich will ihn nicht. Ich will, dass mich Leon abpielt. Nee. Das ist so unser Ritual, so ein bisschen geil. Nee. Nein! Das wurde nicht mit mir abgesprochen. Wir pielen uns immer gegenseitig die Egel ab und dann essen wir die gegenseitig. Nee. Was brauchte man für diesen... Ich habe jetzt diesen Kokosnuss-Speeder und dann können wir jetzt hier mehr eigentlich besser Suppen machen und so. Das ist quasi jetzt die das Blut, neue Blutsbruder-Ritual. Leon, mach mal das Flashback hier. Ich muss Suppe raufstellen. Ja, warte. Da kann ich. Ich habe hier so. Oh, ich muss diese scheiß Langusten mal loswerden. Ja. Okay. Hab die Langusten. Wieso hab ich eigentlich so wenig Leben? Wie kriegt man denn mehr? Wenn du alles voll hast, dann steigt es. Ah, okay. Aber ich hab immer kein... Ah, okay. Ich bin dafür, dass wir mal einen Nussbaum oder sowas pflanzen. Ja. Könnt ihr mal Nüsse holen und die beim nächsten Mal nicht essen, sondern da die Samen rausholen? Ich hab noch Nüsse, glaube ich. Aber ich guck grad mal, haben wir schon einen Eintrag, was man... bei Verbrennung macht, bei Entzündung, Kratzer und Schramme. Oh, man kann eine Obsidian-Axt machen, Leon. Ein Verband mit einem Desinfektionsmittel gibt's, okay. Ich habe jetzt eine Obsidian-Axt gemacht. Infektion. Aus dem, was du geholt hast. Okay, und ab jetzt alles, was verbrennt, die Wunde nicht wegmachen. Oh ja, natürlich! Ah, das ist eine coole Idee, ja. Hat einer von euch noch Maden? Nee, wir brauchen noch welche, um neue Fische zu fangen. Aber ich geh jetzt mal los, welche suchen, okay? Kokos ist schon... Den Gaparden hast du wahrscheinlich in der Mitte des Dschungels gefunden, ne? Nicht irgendwie hier am Rand. Ich kann bei der unbekannten Nuss, kann ich keine Samen... rausholen, irgendwie. Okay. Geht vielleicht nicht bei jeder. Was läuft hier? Das Geräusch, das sind Spinnen. Leon, nee, der Einwohner im Camp. Hä? Hinter Leon. Bin nicht im Camp. Oh, ja. Ein echter Einwohner. An. Der läuft ja eigentlich schon so verstrahlt. Der schaut gay aus. Keine Ahnung, wenn er euch nicht angreift, lasst ihn in Ruhe. Ich schieß den jetzt ins Kopf. Ich bin mir gar nicht machen, so sicher. Ja, ich weiß nicht, ob das so ist, dass die dann auch mehr Aggro auf einen eben werden. Eben, genau. Oder ich glaube, wenn wir die in Ruhe lassen, lassen die uns auch in Ruhe. Greif die mal nicht an, Alex. Was? Alex, hast du den angegriffen? Nee, noch nicht. Okay, gut. Mach erstmal nicht. Alex, ich würde eher dich angreifen als den Einwohner. Warum? Ich bin doch so ein netter. Nein. Lieber Boy. Lass den Einwohner in Ruhe. Der hat überhaupt nichts getan. Der rennt verwirrt im Kreis. Ja, Alex, wenn er dich nicht angreift? Schildkröte, also ein Panzer mit Schildkrötensuppe, der
Bringt nur mehr Hydration nach. Warte. Da sind die Suppen größer, oder? Ja. Der rennt hier rum, Kahn. Ich hab Angst. Ja, und ist doch egal. Der nimmt nichts weg. Der greift uns nicht an. Lass ihn einfach in Ruhe. Darf ich den anschauen? Nein. Der hat aber so einen langen Schwengel. Okay. Dann frag ihn doch mal, ob er dir die Larven wegpickt. Er sitzt unterm Teich. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Irgendeine Schlange ist hinter mir her. Okay, jetzt hab ich aufgehört. Nein, sie ist immer noch da. Haben wir noch? Ich hab das Problem. Oh, der ist gerade umgefallen. Fischsuppe. Leon, guck mal. Leon, guck mal, bitte. Guck mal, Leon. Nein, ich hab guck mal. Von dir. Bitte guck mal. Der ist uns allen vollkommen egal. Lass mich doch Leon, bitte guck mal. Nein. Bitte. So hab ich... Es ist wichtig. Nein. Muss ich gerade kotzen von der Infusion? Komm, Leon, das ist lebenswichtig. Schweinchen. Hallo, Schweinchen. Komm, Leon, das ist lebenswichtig. Komm. Komm, ich muss es zeigen. Hau die mal auseinander, der Knochen. Ja, komm, ich zeig, muss dann zeigen. Bitte. Ich kenn die Dinger, Alter. Ich weiß, dass die das Teil da über den Loris haben. Ja, das ist voll riesig. Ah, Penis. Ah. Der liegt da wie Jesus. Oh mein Gott, nein. Der liegt da wie Jesus, das wollte ich dir zeigen. Okay. Mal, wie schnell sind die Alligatoren? Nur so theoretisch. Das geht. Okay, gut. Also, der wird mich jetzt nicht einholen. Ich habe auch keine, Klinge zum Ausnehmen, Leon. Nee, Leute, ich finde keine Nüsse, keine Pflanzen, kein gar nichts. Ich kann ihn auch nicht ausnehmen, Leon, ne? By the way. Ha. Fischsuppe ist irgendwie kacke. Warte. Okay, jetzt. Wenn, dann musst du den ausnehmen. Ich habe keine Klinge. Also, ihr müsst gleich echt mal das Fleisch aus der Truhe mit wegessen. Wir haben da jetzt irgendwie voll viel schwarzer Kaimanfleisch noch drin und so, also... Na, wie zerstörchen die Kokosnuss? Drauf jetzt. Drauf ja, ich weiß, irgendwie hat der dreimal daneben gehauen. Alex, hast du noch Stöcke? Ja. Ja, zwei. Ich schmeiß sie dir mal hin. So. Hier hinter dir, ne? Aber wir brauchen wieder bessere Bäume. Mal gucken, ob ich mit der Obsidian-Axt jetzt irgendwas anderes umschneiden kann. Oder schneller vor allen Dingen. So, jetzt sieht's bei mir wieder. Ich finde keine Larven. Wie kann das denn sein? Haben wir auch. Lol, wer hat hier schon so ein Lehmding gebaut? Ich. Der Alex. Ich war das, der böse Wicht. Ich weiß, es schockt mich auch, dass er mal sinnvoll für irgendwas. Ja, ich hab Tierscheiße. Ach, hallo, ich mach immer nur Sinnvolles. Nee. Oh doch, hallo? Ich mag sogar gerade Holzfeuer, Feuerbrett meine ich. Also wenn ihr Tierscheiße findet, nehmt die mal mit und dann zum Dünger. Döner? Dünger. Achso. Ich will halt, ich höre doch nur das, was ich will. Hm? gibt's gerade noch irgendwelche super krassen Projekte, die da hinten irgendwie zu machen sind? Feuerbretter. Für Karns Bett da oder vorher. Beet. Bett. Das Beet ist auch fertig, oder nicht? Wir brauchen noch. Ist es? Mhm. Ich sehe das Beet ist, das, ja. Das Beet ist fertig und das Moment. Ja, genau. Mach mal das kleine auch noch. Nee, ich. Okay. Hier ist das Feuerbrett. Ich hab noch eins. Eins brauchen wir noch, Leon. Ja, ich tu gerade wieder. Stöcke ins Feuer, damit es nicht ausgeht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Bambus machen soll. Ich leg den einfach mal hinter dir hin. Weil den kann ich nicht mal irgendwo einsammeln. Es gibt kein Bambus-Sammel. Station, glaube ich. Oder doch? Mal gucken.
Tagebuch, oh Tagebuch. Also wenn es wieder Tag ist gleich, würde ich nochmal... Lehmkaminwand, das klingt ja auch geil. Ich gehe jetzt eben los und jag nochmal. Ich glaube, da kann man echt geilere Sachen machen. Vom Bauen her. Also Forest. Oder jetzt, ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, gut, Forest ist jetzt auch mittlerweile einige Jahre alt, ne? Also. Ja, stimmt. Und der also nächste Teil kommt auch bald. Hoffentlich. Echt? Ja. Was ist ein Funkienverband? Ich guck mal, ob der auf meine Wunde geht. Nicht. Achso, Maden hatte noch keiner jetzt gerade. Ne? Nee, ich bin gerade echt überall rumgelaufen, die Dinger zu suchen und habe nichts gefunden. Ein bisschen abgefuckt auch. Das klingt echt abgefuckt. Vor allem die habe ich am Anfang überall gefunden und dachte mir so, hey, was soll ich denn mit denen? Und habe die irgendwann angefangen wegzuschmeißen. Oh, Maden! Oh, in deinem Ernst? Ich habe gerade überall nach den Dingern gesucht. Hier liegt ein totes Tier. Geil. So, kann ich die da drauflegen? Uka, uka. Totes Tier. Ich kann mir Maden in meine Wunde legen. Yummy. Was? Was bringt das? Ja, die fressen dann das abgestorbene Gewebe weg. Kann man sich echt auch mit einem Messer rausschneiden oder so? Nein, du musst Maden in deine Wunde legen. Nee, man kann auch mit einem Knochenmesser oder so irgendwas machen. Keine Ahnung. Aber... wieso liegt hier ein toter Eingeborener rum? Was hast du gemacht? Das war Alex. Liebe gemacht mit dem. Ich denke mal, die sollten wir nicht irgendwie harvesten, oder? Das ist wahrscheinlich richtig. Ja, minus Sanity. Ich habe mal mit seiner Fleischpeitsche gespielt, deswegen. Aha. Ja. Habe ich irgendwas, was Fett bringt? War ganz angenehm. Ja. Die Masse applaudiert. Irgendwie verstehe ich das nicht. Der... Komisch. Egal, hat sich erledigt. Ich find's halt witzig, dass sie sich halt die Dinger so geil hochgebunden haben. Ja? Ja, du redest jetzt immer noch über den Schwanz von einem Eingeborenen, Alex. Ich glaube, du hast ein Problem. Was, der hat's mir halt angetan. Ja, ich merk's. Bau mal den zweiten Garten an. Ich schaue gerade, dass ich noch neue Holzscheiter erwische, aber irgendwie finde ich gerade nur die kleineren Bäume, die nur zwei große Stäbe droppen. Gott, ich sollte bald schlafen gehen auch. Ja, ich gehe jetzt schlafen. Ne, ich meine echt. So, okay. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir eigentlich? 9:30. Oh Gott. Sollte mich noch duschen auch, glaube ich. Vor allem, bewertet. Ja, vor allem glaube ich, ist auch immer geil. Ich bin mir nicht sicher. Lange Stöcke. Wir können jetzt dann alle Stöcke gleich aufnehmen und ins Lager. Ich habe jetzt für kleine Stöcke, für große Stöcke, für normale Stöcke und für Holzscheiter einen Aufbewahrungsbehälter gebaut gleich. Ja. Ich weiß nicht, wofür ich das jemals benutzen würde. Alter, hier lag ein toter Papagei in einem... Ja, falls einer mal Holz sammelt. Tier. Was ist hier passiert? Leon war hier. Leon war hier, ganz eindeutig. Das ist passiert. So, langer Stockhalter. Jetzt sieht's wieder richtig nach Deforestation.
Situation aus. Ja, das Gute ist, man kann nicht alle Bäume hier abhacken. Glaube ich. Meine Fresse. Bis wir eine Motorsäge finden. Bleib hier, du Gürteltier. Na, kann echt nicht alle machen, leider. Oh. Oh. Das ist weggerannt. Wolltest du es töten? Ja. Ja, es hatte einen Pfeil von mir. Im Po? Ja. Oh. Das ist dann schade. Ich suche gerade einen mittelgroßen Baum. Alter, was ist das hier für ein Forest, Alter? Hier lag gerade ein Papagei und der war tot und der lag auf dem Riesenfrosch. Das sah aus, als hätten die wilden Sex gehabt. Das ist doch gut. Für die Frösche. Stell dir mal vor, was da für ein geiles Vieh rauskommt. Ein quakender Vogel, hä? Ja, oder das. Voll geil. So. Holzscheiter. Ich verstehe gerade nicht, warum ich immer noch Leben verliere, ehrlich gesagt. Kahn, ich habe dein Beet ein kleines fertig gemacht. Okay, sehr gut. Man muss, wenn man. Okay, die Maden haben die Wunde jetzt angeknabbert und dann muss man wieder einen neuen Verband drauflegen. Ja. Good to know. So, jetzt geht es mir gut. Fragezeichen. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, aber ich glaube, die Wunde muss jetzt noch heilen, damit ich wieder Leben kriege. Regeneriert kriege. Okay, okay. Hier ist noch ein Feuerbrett, falls es wer braucht. Ich lege es mal in einen Kahn hin. Ah, ich muss mal schlafen gehen, hilft nichts. Im echten Leben jetzt oder im Spiel? Im Spiel. Weiß man nicht. Fragezeichen über Fragezeichen. Welch ein Wunder. Ich hab tatsächlich kein Essen mehr im Inventar. Was macht. Du hattest jetzt da deine Tiersegmente oder was waren gefunden, ne? Ja, ja. Alles. Gut. Oh fuck! Scheiße, ich dachte, die Krabbe wäre gekocht. Oh nee. War es nicht. Hat mal jemand was gegen Food Poisoning? Tabakblätter? Keine Ahnung. Leg dich mal schlafen. Ja? Fuck, warte. Irgendwie zum Dings kommen. Nee, ich habe leider nichts gerade. Ja. Ich bin wieder so voll, dass ich langsam bin. Ich habe fast nichts im Inventar. Ich habe nur die Hälfte. Ich brauche schon langsam wieder Food und Essen. Ihr guckt doch in der Kiste. Wo ist denn die Kiste? Die steht ich mein, neben dem Feuer eigentlich. So fast neben direkt. Dem Feuer? Da ist genau ein Tukanfleisch drin, aber ich bin so. Ja, so bin ich voll her, aber ich habe nichts normal Kleines zum Essen, meine ich jetzt. Ich habe halt außer dass ich voll bin, halt nichts im Inventar, das meine ich. Ich suche gerade Bäume, die ich abhaken kann. Ich weiß nicht, ob das so clever war, dass ich eben alle Schweine auf einmal getötet habe. Das wird die Natur dir danken. Nee, weil jetzt. Ich weiß nicht, ob man echt das so ist, dass man irgendwie ein Tier oder so über, leben lassen muss, damit die wieder spawnen oder so ein Scheiß. Ja, das weiß ich leider auch nicht. Schimmelt dieser Mensch, der hier liegt, irgendwann? Keine Ahnung. Vielleicht werden da Maden irgendwann angezogen von. Wäre doch nice. Naja, stimmt. Lass es mal als Madenfalle da liegen. Ja, das ist das Cycle of Life. So von Lion King. Cycle of Life oder so, genau. Circle. Ja, meine ich ja, was ich gesagt? Cycle wie Fahrrad. Ja, Leon hat mich halt verschmutzt. Ich verdurste gerade, was? Wenn es das jetzt. Ach, wegen dem. Ah, Dings.
Den hat mich halt also mit seinem Fahrrad eigentlich gar nicht künsten. so sch schlecht, wenn man sich die Maden echt aufhebt. Ja, ne, die wirken am Anfang so nutzlos und dann plötzlich. Und Ich dann habe will jeder übrigens wieder damit recht viel pushen. Fleisch und so. Ich habe auch noch einen Schildkrötenpanzer. Behindert aus, wenn du deine Zeitlupe rumläufst. Ja, das ist halt so geil, ne? Schildkrötenpanzer liegt da. Kann man nicht irgendwie echt, gibt es nicht so eine Art, ja, so ein Rack oder so, wo man die Sachen aufhängen kann? Ja, ich habe noch Ja, einen gefunden im Drying Rack Lager. gibt's. Also guck mal, ich glaube, ich müsste uns dafür den Blueprint gegeben haben, als ich das im Lager gesehen habe. Ja, muss eigentlich. So. Lehmwand, Lehmwand, Lehmdach, Lehm hier, Lehm Kaminwand, Lehm Schuppenwand, Rahmen, Bambusrahmen. Rahmennudeln, geil. Bambusleiter, Feuer, Bambusräucher, Gäst, Lagerfeuer, Lehmkohleofen, Lehmschmiede, Bambuswasserfilter, Lehmdusche. Aber, Ich möchte mich gern mal duschen. Das möchte ich auch mal probieren, wie das so ist. Spaß. Ah. Ich verliere schon Sanity. Geiles Sanity im RL verlieren, ne? nein, das ist ja schon gekocht. Ara, Fleisch, Ja. Roh, und Schnecke. Ich verstehe nicht, warum ihr immer genug Nüsse habt, damit euer Fett voll ist. Macht es immer leer. Ich esse einfach Knochensuppe. Wo habt ihr denn die Knochen her? Vom Fleisch. Wenn du Tiere oder so tötest. Ja. Töte halt nie Tiere. Ich will keine Tiere töten, die sind süß. Und essbar. Ich mach die ganze Zeit Holz nur leer, ne? Was brauchtest du? Fett? Ja. Fett braucht's Ich hab ja. hier noch drei Ananas. Ach, Ananas. Hier Dings helfen. Kokosnüsse. Kokosnuss. Die bringen Fett. Oh, super. Wenn du mir die da irgendwo hinlegst, wo ich Ja, sie ich finde. tu die in die Truhe mit rein. Okay, super. Danke. Schon langsam wird's hier knapp mit Bäumen, ne? Ja. Sag ich ja die ganze Zeit. Bei uns sieht es Shit. langsam aus wie bei damals bei Forest. Wisst ihr noch, wo bei uns so Ja. diese Waldrodung irgendwann war? Die Mega-Basis da, ja. Wo wir auch Ja. die Jägerhütte da gebaut haben. Die große, die zweistöckige. Das war noch gute Zeiten. Ja, da waren wir noch so jung und so knackig. Ja. Knackig. Wie ein Salat. Um 14 Uhr. Einfach nicht drauf eingehen. Ich mach mal eine große Schildkröten, Ja. Pilzsuppe. Okay. Gut. Oh, die Bananenpflanze ist zu einem Viertel fertig. Immerhin. Ich habe hier immer noch nichts angebaut. Muss mal ein neues Dings finden. Wollte ich gerade mal. Ah ja, genau. Falls wir mal einen normalen Unterschlupf baut, ich habe noch Bananenblätter irgendwie hergefunden. Hast du die jetzt in den Dings gelegt? Ah, da, ja. Ja. Hier sind ein paar Bananenblätter. So, was sagt meine Gesundheit? Geht eigentlich Ja, klar. okay, das ist okay, die Pilze lieber so essen. Ja, zahlt sich nicht wirklich aus in der Suppe, ne? Ich habe noch immer Tabakblätter und ich weiß, die kann man irgendwas craften, aber mir fehlt die andere Hälfte dazu. Ich glaube, wir müssen trotzdem irgendwann mal weiterziehen. Nein. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht unbedingt. Ja, aber mal irgendwohin erkunden gehen. Ja, das vielleicht. Naja. Ein eigenes Haus möchte ich schon auch noch irgendwie bauen dann mal. Weil du nicht mehr mit dir zusammenleben willst. Nee, schon ein gemeinsames. Also theoretisch, wir können ja hier noch mehr bauen. Wir müssen mal herausfinden, ob man Palmen fällen kann, die großen. Ja, das stimmt. Ich Ja. nicht mal mit der Obsidian-Axt kann ich das machen. Oh, sind da viele Schnecken auf dem Ding drauf?
Also wenn, dann muss es da irgendwie was Größeres geben, aber irgendwie kann ich da nicht anhaken.